Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grocery Store Simulator. Ja, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben ein bisschen was verkauft, wir haben einen Kühlschrank gekauft und wir haben ein Lagerregal noch dazu gekauft. Wir haben aktuell $166,95. Davon werden wir jetzt mal ein bisschen Ware einkaufen und wir haben von jedem, beziehungsweise bis auf das brauchen wir nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Dann holen wir uns Zitronenkuchen, Ananaskuchen, einmal Milchkartons, dann einmal zweimal Milchkarton. Okay. Gut. Dann haben wir noch Bier. Nochmal Bier. Können wir nicht holen. Deswegen bestellen wir das hier. 1, 2, 3. Das passt ganz genau hin. Dann kommt er hier gleich. Dann füllen wir das Ganze hier mal auf. Warte mal, haben wir nicht hier sogar noch? Können wir das doch hier mal ein bisschen auffüllen? So, dann kann dieser Karton weg. So. Wir füllen es gleich auf. Dann schmeißen wir den Karton gleich weg. Weil warum erst ins Lager räumen, wenn wir das gleich ins Geschäft räumen können? So, Zitruskeks. Kekse. Sehen aus wie Zigarettenstangen. Ein bisschen merkwürdig. Aber na gut, die Milch kommt, glaube ich, in den Kühlschrank. Stellen wir da unten rein. Den Rest stellen wir hier hin. So, hier haben wir ein bisschen Weizenmehl. Stellen wir da unten wieder hin. So. Dann haben wir hier Bier. Einzigartig oder was? Oh, da passt eine ganze Menge rein. Den Rest stellen wir wieder ins Regal. Auf dieser Höhe. Was haben wir hier? Die Pineapple-Kekse. Die packen wir da unten hin. Hier hätten sie mir besser hingepackt. Klar, wir könnten auch ein Regal kaufen. Da haben wir aber das Geld gerade nicht zu. Da müssen wir halt warten, bis wir ein bisschen was gemacht haben. Basmati-Reis. So. Karton weg. Weg. So, hier haben wir auch nochmal die andere Milch. Ich glaube, die eine ist ein laktosefrei und die andere nicht, oder was? Jetzt habe ich nochmal Bier und kann die gar nicht reinmachen. Ne, Waschmittel. Ja, Waschmittel kann ich aktuell gar nicht reinstellen, weil ich nichts Platz, warte mal. Ich glaube, der war leerer. Also hier war schon was raus. Nee, da müssen wir warten. Ja, da kommt er jetzt nochmal, weil es kommen jetzt nochmal Getränke. Oder ich mach schon mal auf. So, hier haben wir mal Bier schliefen. Du sollst da nicht hin, du solltest da hin. Hier ist noch Bier. Und kann man eigentlich auch was ganz oben hinstellen? Nö. Das ist blöd. Dann stellen wir das da. Nö, mehr sollte eigentlich nicht kommen aktuell. So, Geschäft ist geöffnet. Die Leute können kaufen. Was uns fehlt, noch ein zweiter Kühlschrank. Was kostet denn der Kühlschrank eigentlich? Ich habe das schon wieder vergessen. 150, alles klar. Die sollten wir ja schnell kriegen. 2,99. Achso. Oh, Großeinkauf hier. Du bezahlst 33,26. Sehr schön. Du bezahlst 4,49. Sehr schön.
Du bezahlst 25,79. Ich weiß gar nicht, sollten wir das auf die Standard Verkaufszahlen lassen oder sollten wir da was verändern? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, sorry, schon wieder. Was? 2, 10? 1, 2 und 10. See you next time. Eieiei, das wird hier echt viel. So 58 Cent. 1, 2, 1, 1, 2, 3. So. Auch mit Karte. 27,29. Ne. Ach, guck mal, wir können einen Kühlschrank kaufen. Das werden wir jetzt auch mal eben schnell machen, damit ich die anderen Geräte einräumen kann. 6,54. 1, 2. 1, 2. Ah, nee. 54. So, 13. Achso, nee, 6,62. 1, 6. 62, 1, 2, 60, 1, 2, 3. Ich muss, sorry, da, wenn ich zu schnell bin, dann schreibt mir das gerne mal, wenn ich doch ein bisschen langsamer machen soll. 24 Cent, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jetzt kaufen sie ja hier ordentlich, wa? Ich komme gar nicht dazu, die Regale aufzufüllen. Aber mich soll es nicht stören. Hier 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So, 3. 1, 2, 3. 1, 2, ne? So. Kann ich mich auch mal ausruhen? 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Eieiei, das geht ja hier rucki-zucki. Ja, jetzt müsst ihr mal kurz warten. Ich brauche mein Regal. So. Meinen zweiten Kühlschrank hier. So. Das will ich noch zumachen. So, jetzt kann ich wieder abkassieren. 12,39. Achso. 2,52. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Von jedem 2 immer. Auch nicht schlecht. 9,48. 10,47. Eieiei. So, 17,57, 1, 2, 7, 17, 1, 2. So, dann werden wir mal den Store schließen. So, kaufst du noch was? Ja, du kaufst noch was. Weil wir müssen jetzt mal ein bisschen Ware wieder kaufen, ein bisschen einräumen und den muss ich halt schließen, weil sonst habe ich gar keinen Nerv, weil ist sonst leer, ne? Aber die kauft hier nochmal ordentlich ein, was natürlich gut ist. Gibt's ein bisschen Kohle. So. Das heißt, Ware bestellen. Wir brauchen. Bevor wir das machen, räumen wir erstmal ein. Und zwar, das packe ich jetzt mal da nach unten. Damit wir überhaupt sehen, was wir überhaupt brauchen. Das kann dahin. Warum jetzt Sachen kaufen, die man da einen Überschuss hat? Habe ich die jetzt alle verbraten? Die scheinen jetzt alle weg zu sein, was natürlich gut ist. Na, da, dich packe ich erstmal wieder rein. So, die Milch. Die Milch ist komplett leer, ne?
Eieiei, die sind alles Müll-Junkies. So, du kommst da hin. Wie viele Biersorten sind es eigentlich? 3 oder 4? Wollen wir gleich sehen. 1, 2, 3. Und 4, ja. So. Mal das. Oh, blaues Bier. Kommt noch rotes Bier. Warte mal, das können wir doch hier machen. Gibt es nur diese 3 Sorten doch noch? 1, 2, 3, warte mal. Ja, anscheinend. Blau ist voll, das ist voll, das ist voll. So, dann wollen wir mal Richtung Shoppen gehen. Ware bestellen. Okay, wir brauchen. Davon haben wir jetzt noch im Lager 35. Was heißt denn vorrätig im Lager? Was heißt denn 0? Das muss ich jetzt, warte mal. Das packen wir mal da nach unten. Das gelbe Bier haben wir im. Nochmal Getränke. Im Lager 35. Habe ich davon nichts im Shop? Ist das ein anderes Bier? Ach, das sind 2 verschiedene. Also, das ist orange. Na gut. Ja, dann kommst du dahin. Jetzt war ich total irritiert so ein bisschen. So, Getränke. Ah, jetzt stehen hier auch 27. Also, wir holen einmal das rote Bier. Wir holen einmal die Milch. Wir holen hier nochmal die Milch einmal. So, Nahrung. Hier brauchen wir auf alle Fälle 2-mal. Davon 2-mal, davon 1-mal. Das ist da. Davon holen wir noch 1-mal. Ach, mehr geht nicht. Das heißt, wir machen das anders. Wir holen hier von 2-mal. So, dann kann er das erste Mal kommen. So, dann, dann holen wir hier von 2-mal. Hier von 2-mal. Das hatten wir hier schon, ne? So, Obst und Gemüse haben wir nicht. Das hier, davon holen wir auch mal 2-mal. So, und die erste Fuhre ist da. Da können wir das auch gleich einräumen. Kann der Karton auch gleich weg. So, weg damit. Hier haben wir nochmal ein bisschen Mehl. Ich glaube, wir bräuchten noch ein Regal, ne? Hatten wir hier nicht? Ja, ich überall mit diesen. Wir bräuchten noch einmal ein Regal. Müssen wir mal so ein kleines. Oh, was ist das denn? Sturm? Hier gibt es Sturm? Eieiei. Hat dieser Sturm irgendwie irgendeine Bewandtnis? Ja, der ist auch ganz schön low, ne? Ja. So, die Milch machen wir mal dahin. Wobei, die können wir auch dahin packen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Mehl. Achso, dazu brauche ich ja mein. Egal. Die Milch war jetzt voll. Nee, die war. Jetzt ist er voll. Okay, das heißt, wir brauchen noch bald noch ein Lagerregal. Eieiei. Der Strom ist laut. Also, warte mal, das muss ich mal ein bisschen leiser machen.
Das machen wir mal leise. Oder der Stimme der andere Player. So. Weil das ist schon extremst laut. Weil es rührt mir auch ganz schön auf den Ohren. So, das ist voll. Und dann das rote Bier. Machen wir auch mal voll. Kann es auch wieder weggeräumt werden. Das stellen wir mal da hin. Ja. Und kommt jetzt auch gleichzeitig der andere? Wir könnten eigentlich auch schon mal wieder das Geschäft öffnen. Da machen wir nochmal für 2-3 Stunden auf. Also das ist eklig hier. Die Helligkeit. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum es so komisch hell ist. Ja, da ist noch Platz. Das können wir doch noch runter. Der eine hätte da auch noch gekonnt. Wäre mir also zumindest lieb gewesen. So, haben wir hierfür. Nee, der ist voll. Das ganze Regal ist hier voll. Ach ja, stimmt, ja. Ich komme gleich. Ein einziger, ja. Dann stellen wir den da rum hin. Ist eh voll. Regal kommt gleich. Wollen wir erstmal ein bisschen Cash machen. 25, 49, 94. 13,46. Ist er schon da? Sturm ist vorbei. Da kommt er. Kannst du auch hier anhalten? Gar kein Problem. So. 16. 94. Und hier haben wir 57 Cent. Was du zurückkriegst. Oh ne, das war einer zu viel. So, dann hole ich mir mal mein Regal. Achso. Verkaufsregal. So. So. 34,83. Aber ich glaube, einmal müsste der noch kommen. Du kriegst 6,14 zurück. 1,6. 1, 2, 3, 4. Müsste er nicht noch einmal kommen? Habt ihr noch Ware bestellt gehabt, oder? Hat ich nicht noch Ware bestellt? Also mir war so. So, 11 Cent. Stopp. Also ich war der Meinung, ich hatte noch mal Ware bestellt. Hier sind die Autos. Ganz komisch. So, wollen wir mal ein bisschen umlagern hier. So, oh. Die wollen ja auch noch bedient werden hier. Schon Überstunden hier. 25,42. 8. Achso, du hast ja so Passing bezahlt sich. Eieiei. Ich trotte. 24,91. Danke. Jetzt mal den Dreck hier mal mitnehmen können. Kommt doch gerne her. So. Dann machen wir den hier mal zu kurz. Dann kann das da nach oben. So. So, dann gehen wir mal die Getränke nach.
So, dann haben wir das ja auch soweit. Den können wir da auch hinpacken. Aber was weg ist, ist weg. Dann brauchen wir. Also, oh, habe ich ja zugemacht. Stimmt, ja, habe ich ja von ins zugemacht. Der war voll, ja. Den könnte man da unten hinpacken. Die blaue Milch. Ist auch jetzt wieder voll. Grüne Milch. Ach so, nee, der war, glaube ich, voll. Nee. Jetzt ist er voll. Ist gut. Oranges Bier. So, Karton ist leer. Ja, wir füllen noch auf und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ja, ich warte auf sehnsüchtig auf eure Kommentare tatsächlich. Ich habe die noch nicht gelesen, beziehungsweise konnte die noch nicht lesen, weil ich hier gerade ein bisschen am Vorproduzieren bin. Deswegen konnte ich auf keinen Kommentar noch nicht wirklich eingehen. Falls ihr überhaupt schon was geschrien habt. geschrieben, nicht geschrien. Ja. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, hier, denkt euch mal gerne einen Namen aus für den Job hier. Würde mich freuen. So, ich mache das Lager schon wieder leer. Was natürlich top ist. Der ist voll, der ist voll. Basmati-Reis können wir da unten hinten packen. Wobei wir könnten auch. Warte mal, so machen. So. Der Karton ja auch leer. Das wäre cool, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen Dollar wieder zurückkriegt dafür. Mehl. Können wir da hinpacken. So, was haben wir jetzt hier noch? Noch mehr Mehl. Hat genau gepasst. So, was fehlt denn uns jetzt noch? Ja, also das können wir voll machen. Wir können, weil ich will ja auch pro Regal ein Produkt immer haben. Ja. Das war's denn erstmal, würde ich sagen. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und sage dann, bis zum nächsten Mal. Lass gerne ein kostenloses Abo da, falls du es noch nicht gemacht hast. Und natürlich die Glocke aktivieren. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ich bin raus.